Hallo, also jetzt haben wir hier folgende Fragestellung. Wenn x eine natürliche Zahl ist, zu welchen anderen Zahlenmengen gehört sie dann noch? Okay, also das x ist eine natürliche Zahl und wir haben gesagt, die Menge der natürlichen Zahlen, die haben wir mit n bezeichnet. Und ich habe schon mal gesagt, also es gibt zwei Definitionen der Menge der natürlichen Zahlen. Also einmal nimmt man an, dass die 0 natürliche Zahl ist und betrachtet als natürliche Zahlen die Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und manche Leute betrachten auch nur diese Zahlen, die also wirklich positiv sind, also 1, 2, 3 und so weiter als natürliche Zahlen. Okay, also je nachdem, welche Menge der natürlichen Zahlen der Fragesteller hier im Kopf hat, kann x entweder eine 0 sein, oder auch nicht, also das wissen wir nicht. Aber egal, die Fragestellung war ja, zu welchen anderen Zahlenmengen gehört sie, außer zur Menge der natürlichen Zahlen. Und ja, da kennen wir noch die Menge der ganzen Zahlen. Und ja, x gehört sicherlich auch eine ganze Zahl. Und x ist auch ein Bruch, eine rationale Zahl. Also ich kann nämlich x schreiben, zum Beispiel als x durch 1. Oder als 2x durch 2. Also ich kann es jedenfalls als Bruch schreiben. Und ja, außerdem ist x natürlich auch eine reelle Zahl. Also gehört zu der Menge R der reellen Zahlen. Und ja, damit sind wir eigentlich fertig. Also sie gehört im Prinzip zu allen bekannten Zahlenmengen, die wir aufgelistet haben, außer also sie ist sicherlich nicht irrational. Also was sie nicht ist, nicht irrational. Okay, damit sind wir fertig mit der Aufgabe und ja, tschüss.